So, das ist der Skatepark hier in Ostvorne und hier ist ein sehr schöner Ort. Dort auf der Seite haben wir noch einen schönen Teich, See mit Brunnen. Hinterm Skatepark haben wir einen kleinen Fußballplatz mit zwei Toren. Ist auch cool gemacht. Wenn man mal Pause machen will vom Skaten, kann man hier eine Runde Fußball spielen. Und das ist der kleine Skatepark hier. Dann mache ich mal einen kleinen Spotcheck und zeige euch mal, was der Skatepark hier zu bieten hat. Hier haben wir eine schöne Quarter, langgezogenes Cooping. Die Rampen sind in einem sehr guten Zustand. Sehr gut gemacht. Neben der Quarter haben wir hier die Bank. Und hier oben kann man No-Step machen, einige Tricks oben hier am Cooping machen, wie so ein kleines London Gap. Man könnte auch hier hochspringen, aber die Ausfahrt ist natürlich nicht so gut hier. Dann kommen wir mal hier zur Funbox. Mit Ledges. Auf der Seite hier haben wir eine Quarter mit einem Table. Und dann in den Bank rein. Und auf der Seite ist einfach nur eine Bank mit einem Table und hier eine Bank. Also hier kann man schön die Tricks rüberziehen. Ollie, Kickflip kann man schön von Bank zu Bank machen, übers Table hier. Und dort hinten haben wir noch eine Quarter für Anschwung zu nehmen. Reindroppen und dann zur Ledge fahren, zur Bank oder zur Quarter. Und eine Kleinigkeit haben wir noch hier. Ein kleines Flat Rail. Das kann man eigentlich auch von beiden Seiten fahren. Nur das wurde, glaube ich, lange nicht mehr gefahren. Kann man schöne 50s machen. Und das Schöne an den Rail ist, das ist nicht rund, das ist kantig. Deswegen, das ist eher mein Ding, kantige Rails. Natürlich sind runde Rails auch schön, aber kantig finde ich besser. Da kann man sich irgendwie besser, finde ich, in Fiebel reinhaken oder verschiedene andere Tricks. Das ist so mein Favorite. Ja, nach dem Rail haben wir hier noch eine Rampe zum Rausspringen. Das waren die Obstacles hier am Skatepark. Ich versuche jetzt mal einige Tricks hier zu machen. Ich bin das erste Mal hier. Mal schauen, was ich hier zustande bekomme heute. Und es fängt gerade an zu regnen, deswegen muss ich jetzt Gas geben. Ich gebe mein Bestes. Viel Spaß. Die Rampe mal abgecheckt, wie der Belag so ist und ja, wie rutschig die sind, weil es gerade anfängt zu regnen. Aber ich müsste ein paar kleine Tricks schaffen. Ich versuch's mal. Sind in einem sehr guten Zustand, nur der Boden, der geht so. Also beim Fahren muss ich sagen, hier sind einige Krater, Löcher. Da vorne vor der Rampe auch zum Beispiel, da bleibt man hängen hier. Ja, ich versuche das Beste hier rauszumachen. Der Boden geht schon klar, aber den hätte man noch ein bisschen glatter machen können, damit man besser fahren kann. Der Mülleimer wurde so gemacht, dass es wie ein Basketballkorb ist. Und das ist eine coole Idee.
wenn wir sowas am Candy Park hätten, dann hätten die Jungs und Kinder auf jeden Fall Spaß, ihren Müll wegzuwerfen. Finde ich super gemacht. Das war's vom Video von Ostvorne Skatepark. Ein sehr schöner Park, muss ich sagen. Die Rampen sind in sehr gutem Zustand. Das Einzigste hier ist der Boden. Also der könnte glatter sein. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie das hier komplett aussieht. Also den Boden hätten die etwas besser machen können. Und hier am Rail, in die Richtung kann man sich nicht ausfahren. Und man hat sehr wenig Anschwung, um hier ein Boardside oder Frontside Boardside zu machen, wie ich ihn gerade eben gemacht habe. Ansonsten wirklich ein sehr entspannter, schöner Skatepark mit einer schönen Kulisse im Hintergrund. Geht raus, geht skaten, don't wait, go skate!